Hattet ihr ein schönes Wochenende? Vielleicht habt ihr ja nach dem Derby oder anderswo noch gut feiern können. Die Weihnachtszeit ist in der Kultdisco namens Sasa in Flensburg auf jeden Fall die Hauptsaison. Dann ist in der beliebten Disco am Zopp ganz schön viel los. Mit der Menschenmenge steigt besonders für junge Frauen leider die Gefahr, etwas ins Glas gekippt zu bekommen. Was das Sasa jetzt dagegen unternommen hat, erfahrt ihr gleich. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montag, den 4. Dezember. Ich bin Yannick Burgemeister und zum Wochenstart habe ich diese Themen für euch. Entlastung für Stromkunden, zu Besuch bei einem Förster und Familientipps zur Weihnachtszeit. Außerdem gibt's einen Überblick, was in dieser Woche so ansteht. Jetzt schauen wir aber erstmal auf unseren Schwerpunkt. Heute im Fokus. Sogenannte K.O.-Tropfen sind für Kneipen und Diskos immer wieder ein Problem. Das Sasa in Flensburg setzt vor Beginn der Hauptsaison nun verstärkt auf Prävention. Mein Kollege Julian Held hat sich diese Pläne jetzt mal angeschaut. Julian, ist das Thema K.O.-Tropfen denn überhaupt ein Ding in Schleswig-Holstein? Moin Yannick, also von einem flächendeckenden Problem würde ich nicht sprechen, aber das Thema ploppt immer mal wieder auf. Vor allem dann, wenn wie jetzt in der Adventszeit besonders viele Leute unterwegs sind. Dann kommt es immer wieder zu konkreten Fällen oder Verdachtsfällen. Bei einem vollen Laden ist es halt für Disco-Betreiber und das Tresenpersonal natürlich nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten. Deshalb hat das Sasa in Flensburg jetzt die Initiative ergriffen. Ah, okay, ja, verstehe. Wenn mehr Gäste kommen, steigt also auch das Risiko. Wie kann man denn erkennen, ob jemand K.O.-Tropfen im Glas hat oder hatte? Das ist wohl nicht ganz so einfach. Mir hat die Betriebsleiterin vom Sasa gesagt, dass für sie der Verdacht auf K.O.-Tropfen besteht, wenn sie mit ihrem Latein am Ende ist. Also anders als bei Betrunkenen helfen Wasser oder vielleicht ein paar Chips überhaupt nicht. Auch ein Erbrechen findet zunächst nicht statt. Im Nachhinein sind K.O.-Tropfen nur sehr schwer nachweisbar. Nur 6 bis 12 Stunden finden sich davon Spuren im Blut oder im Urin. Okay, das klingt nach einer verzwickten Sache. Und was machen die Betreiber jetzt konkret, um dagegen anzugehen? Also neben guten Kontrollen an der Diskotür setzt man im Sasa vor allem auf 2 Methoden. Das sind einmal die Teststreifen. Ein Tropfen aus dem Getränk reicht da schon völlig aus. Verfärbt sich der Streifen, dann binnen 10 Sekunden blau, besteht der Verdacht auf K.O.-Tropfen. Passiert nichts, ist alles gut. Zudem gibt es in der Disco eine Art Silikonüberzug für die Gläser für einen Pfand von 5 € zu erwerben. Da passt dann wirklich nur noch der Strohhalm durch und es ist eigentlich kaum möglich, jemanden etwas ins Glas zu kippen. Danke dir, Julian. Das war Julian Held aus unserer Flensburg-Redaktion. Jetzt schauen wir zu unserer Klimanachricht. Das Klima-Update aus SH. Über das Thema Wald haben wir ja vor kurzem hier schon gesprochen. Wie Wälder in Schleswig-Holstein mit dem Klimawandel zusammenhängen, werden wir uns in den kommenden Tagen noch öfter anschauen. Heute blicken wir nach Rheinbeek, denn da haben meine Kollegen mit einem Förster gesprochen. Eines der größten Probleme für ihn ist, man glaubt es kaum, die Trockenheit gewesen. Denn wenn beispielsweise Fichten nur wenig Regen abbekommen, sind sie auch anfälliger für Schädlinge. Mit was für Sorgen Förster Maximilian Scheel noch zu kämpfen hat, lest ihr auf saz.de. Ja, und was zum Thema Klima auch noch wichtig ist, die Weltklimakonferenz läuft aktuell in Dubai. Was ihr dazu wissen müsst, habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Jetzt kommen wir zu weiteren Nachrichten aus Schleswig-Holstein. Weitere News aus Schleswig-Holstein. Bisher zahlen viele Kunden in Schleswig-Holstein deutlich höhere Gebühren für das Nutzen von Stromleitungen als der Durchschnitt der Republik. Die Bundesnetzagentur will die Unterschiede jetzt angleichen. Henning Bethke, was genau bedeutet das für uns Verbraucher überhaupt? Ja, moin Yannick. Bisher zahlen die Menschen in Schleswig-Holstein ja mit ihrer Stromrechnung die bundesweit höchsten Netzentgelte. Das wird sich jetzt in vielen Fällen ändern, vor allem in ländlichen Gebieten, also dort, wo die Schleswig-Holstein Netz AG in der Regel der Netzbetreiber ist. Hier werden die Netzentgelte um gleich 3,34 Cent sinken. Das hört sich erstmal noch nicht nach so viel an, aber das heißt zum Beispiel für eine Musterfamilie mit 4000 Kilowattstunden Jahresstromverbrauch, dass sie im Monat gut 11 € weniger für ihre Stromrechnung ausgeben muss. Ah, okay, das klingt ja erstmal wirklich gut. Wann geht's denn los damit und kann ich auch irgendwo sehen, wie viel weniger Geld ich jetzt bezahlen muss? Die Entlastung soll im Januar 2025 kommen, also in gut einem Jahr. In vielen Fällen kann man aber jetzt schon ausrechnen, wie stark die Entlastung für den eigenen Haushalt sein wird.
Die Bundesnetzagentur hat nämlich für die Schleswig-Holstein Netz AG und für das Netz der Stadtwerke Flensburg die Entlastungen ja schon beziffert. Das sind bei der SH Netz AG 3,34 Cent pro Kilowattstunde. Das muss man also nur multiplizieren mit dem eigenen Verbrauch. Und in Flensburg sind es nur 0,12 Cent pro Kilowattstunde. Das ist deutlich weniger. Das war Henning Bethke aus unserer Landesredaktion. So, und jetzt kommen wir zu den Themen, die in dieser Woche noch so wichtig werden. Ausblick. Der Bunker am Heiligen Geistfeld in Hamburg ist ja an sich schon recht faszinierend. Aktuell wird er ja begrünt, wie es so schön heißt. Im Laufe der Woche blicken wir hinter die Kulissen des geheimnisvollen Bunkers. Außerdem sind meine Kollegen beim Fehmarn-Belt-Tunnel vor Ort. Da beginnt nämlich der Bau der Zugstrecke. Durch den Tunnel soll es ja in Zukunft mit dem Zug bis nach Dänemark gehen. Ja, und zum Abschluss wird's jetzt noch weihnachtlich. Gestern war ja der erste Advent und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber den ersten Advent vergesse ich immer so ein bisschen und nehme mir also nichts vor. Das will ich diese Woche ändern. Ihr ja vielleicht auch. Meine Kollegin Sarah Sauerland hat Tipps für euch, was ihr diese Woche noch Weihnachtliches anstellen könnt, besonders mit Kindern. Am Nikolaustag bekommen zum Beispiel die Nordseefische im Multima Wattforum in Tönninghoen Besuch. Dann taucht der Nikolaus im großen Aquarium ab und ihr könnt dabei zuschauen. Oder ihr macht eine weihnachtliche Führung durchs Schloss Gotthorf und lernt da, wie Prinzen und Prinzessinnen früher Weihnachten verbracht haben. Danke, Sarah. Da fällt mir ein, jetzt wo du den Nikolaustag erwähnst, vielleicht sollte ich mal anfangen, meine Schuhe zu putzen. Ja, und das war's für heute. Die nächste Folge gibt's am Dienstag, den 5. Dezember um 5.30 Uhr. Da hört ihr dann wieder andere Stimmen hier im Podcast. Ich hab nämlich erstmal Urlaub. Alle Themen gibt's wie immer auch auf saz.de zum Nachlesen und in unserer SAZ-Audio-App zum Nachhören. Habt einen guten Start in die Woche und macht's gut!